Deutsch lernen mit Omnom. Hallo Omnom. Wow! Süßigkeiten. Süßigkeiten machen dich so glücklich. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hände. Oh! Es bewegt sich. Es springt. Gut gesprungen, Omnom. Oh je. Versuchen wir es auf der anderen Seite. Und springen. Oh. Und nochmal. Oh weh. Wenn du wütend bist, dann zähle mal bis 10. 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Wenn du traurig bist, wisch deine Tränen weg. Sei nicht traurig, Omnom. Es gibt immer Hoffnung. Omnom, schau. Es kommt zu dir zurück. Wenn du glücklich bist, dann isst die Süßigkeiten. Finde einen Apfel mit Omnom. Wonach sucht Omnom? Ein Apfel! Wow! Wo ist er hin? Such weiter! Omnom fällt! Wow! Da ist er! Omnom jagt. Oh oh, Omnom krabbelt. Omnom springt. Los, Omnom. Omnom läuft! Oh, das war ein Traum! Ja, Omnom, das ist ein Apfel! Iss ihn! Worauf wartest du? Omnom isst! Macht euch bereit für eine Zugfahrt mit Omnom und Zahlen lernen. Lasst uns eine gute Zeit mit Omnom haben. Lasst uns Zahlen mit Früchten lernen. Also kommt vorbei und lasst uns alle zusammen zählen. Eins. Ein Apfel. Zwei. Zwei Kirschen. Drei. Drei Blaubeeren. Vier Erdbeeren. Fünf Birnen. Sechs Bananen. Sieben Scheiben Wassermelone. Neun Orangen. Zehn Waldrauben.
Omnom. Hallo, Omnom. Oh. Achtung. Ein Bleistift? Ich frage mich, was der Bleistift zeichnen wird. Irgendwelche Vermutungen, Kinder? Ah, das scheint ein Fundament zu sein. Ein Dach? Oh, ein Dachboden mit einem Dreiecksfenster. Ein rechteckiges Fenster dort unten. Eine Tür. Und ein weiteres rechteckiges Fenster. Einige Stiegen. Und ein Schornstein. Ja, der Bleistift zeichnet ein Haus. Wow, Omnom, ist das nicht toll? Aber es scheint unvollständig. Was sollen wir tun? Denk nach, Omnom, denk nach. Aha, lass uns ein richtiges Haus bauen. Zuerst bauen wir ein Fundament. Jetzt bauen wir Stiegen. Yay! Lass uns die Wände machen. Jetzt legen wir Ziegel für das Dach auf. Yay! Und die Fenster dürfen wir nicht vergessen. Das Dachfenster zuerst. Oh, der Schornstein, der Schornstein. Ja. Und jetzt die anderen beiden Fenster. Und die Tür dürfen wir nicht vergessen. Perfekt! Yay, das sieht fantastisch aus, Omnom. Ich liebe es einfach. Ah, im Garten fehlt noch etwas. Was ist es? Ja, es ist ein Baum. Geben wir ihn dazu. Auf der rechten Seite. Perfekt. Und einige Hecken. Yay, ich denke, unser Bild ist jetzt komplett. Tschüss. Hallo, Kinder. Heute werden wir ein tolles Spiel spielen. Weißt du, was das für ein Spiel ist? Ja. Findet die versteckten Dinge mit Omnom. Klingt lustig, oder? Ja. Omnom ist in diesem majestätischen Zauberhaus gelandet. Finden wir die versteckten magischen Sachen rund um das Haus. Kannst du den Zaubertrank finden? Oh ja, da ist er. Wo ist nun dieser Zauberhut? Yay, direkt neben unserem süßen Omnom. Omnom, kannst du nach dem magischen Käfig suchen? Danke. Oh, Omnom, bitte lass dich nicht darin einschließen. Wo ist der gruselige Schlüssel? Siehst du ihn? Ja, wir haben endlich den Schlüssel zu Omnoms Glück gefunden. Kommen wir nun zum nächsten Raum. Es donnert! Oh, Omnom, du bist ja ganz nass. Du wirst in kürzester Zeit trocknen. Lass uns nun die versteckten Dinge in diesem Raum finden. Wo ist der Hammer? Tada! Omnom, pass auf, dass du dir nicht auf die Finger klopfst. Kinder, könnt ihr die leckeren Süßigkeiten von Omnom sehen? Ja, sie sind genau dort. Wo ist das Segelboot? Ja, genau hier. Omnom, bist du bereit zum Segeln? Kannst du die Glocke im Zimmer finden? Wow, perfekt! Sie ist genau hier. Gehen wir weiter zur gruseligen Bibliothek. Suchen wir die Kristallkugel.
Kannst du sie finden? Yay, sie ist neben Omnom. Omnom, willst du deine Zukunft darin sehen? Okay, was kommt als nächstes? Wo ist diese Kerze? Auf dem Bücherregal. Wo ist die Feder? Danke, Omnom. Schreib damit einen Liebesbrief an Omnelli. Wo ist der Kaktus? Genau hier. Nein, nein, Omnom, fass ihn nicht an. Und jetzt gehen wir weiter zum letzten Raum. Hast du Oma Noms Zimmer betreten? Suchen wir die Dinge hier. Wir suchen erstmal den Bilderrahmen von Oma Nom. Wo ist er? Oh, direkt auf dem Nachttisch. Wo ist Oma Noms Cowboyhut? Omnom, kannst du ihn finden? Ja! Omnom, du bist so ein Genie! Wir sollten jetzt nach dem Bootgestell suchen. Ah, nicht da. Wo könnte es sein? Da ist es! Jetzt machen wir einen heißen Tee für Oma Nom. Omnom, kannst du den Becher von Oma Nom finden? Oh, danke, Omnom. Du bist so ein Schatz. Tschüss. Deutsch lernen mit Omnom.